Das wär's. Okay. Vorhang auf für den neuen Flair. Düsseldorf. Ein Design, das Zeichen setzt für das mobile Reisen im nächsten Jahrtausend. So zeigt sich der neue Flair von Niesmann und Bischof, der auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf erstmals der Öffentlichkeit präsentiert wird. Die 2000er-Modelle überzeugen durch ihr zukunftsweisendes Gesamtkonzept. Niesmann und Bischof hat technische Details weiterentwickelt. Die Inneneinrichtung zeigt sich dezent veredelt. Veränderungen, die vom Aufbruch in eine neue Zeit zeugen. Der neue Flair ist weicher und runder geworden. Dafür sorgt eine dynamisch sportive Frontpartie, die im Vergleich zum Vorgängermodell schräger gestellt ist. Das Ergebnis besticht. Der Flair strahlt eine vornehme Eleganz aus. Auch die sanft geschwungene Heckwand bringt die Dynamik des neuen Designs zum Ausdruck. Im jetzt 1,50 Meter breiten Heckbett mit Federkernmatratze lässt es sich wunderschön träumen. Fazit: Ein Reisemobil, das Wohnen unterwegs zum grenzenlosen Vergnügen macht. Demnächst gibt es den Flair auch als Alkoven. Dann ist die Trendsetter-Familie wieder komplett. Nö.